Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem zauberhaften Chaos zu einer neuen Folge. Na, wer hätte das jemals gedacht? Richtig, dem Trans-Siberian Railway Simulator im Prolog. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Da musste ich selber beeinatmen, weil ich hoffe, dass wir nicht verzweifeln werden und dass es Spaß macht. Aber wer von euch hat gedacht, ha, den wird sie sich, nachdem wie es das letzte Mal gelaufen ist und wie sie überfordert war von den Knöpfen, den wird sie sich nicht nochmal angucken. Aber da habt ihr mich ein wenig unterschätzt, Ladies und Gentlemen. Ich liebe ja Maschinen, ich liebe Geräte und ich liebe vor allen Dingen auch Simulatoren. In der Realität würde ich, glaube ich, nicht komplett alleine in eine Lokomotive steigen wollen, aber mich würde es doch schon reizen, weil ich habe ja einen Motor unterm Arsch. So, weißt du, ich muss nicht in irgendwelche Höhen hinauf. Hätte ich tatsächlich auch Bock. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe heute ungefähr 3 Stunden investiert, um mir das erste Video nochmal anzusehen und vor allem eins zu machen. Notizen. Sie sind zwar richtig chaotisch, aber ich muss dem Prolog tatsächlich ein riesig großes Kompliment machen. Denn wir haben das letzte Mal, also wer das im Detail sehen möchte, schaut sich bitte die erste Folge nochmal an, wirklich Step by Step erklärt bekommen, wie man diese Lokomotive hier anschaltet, wie man auch den Modus auswählt, der Fahrtrichtung, wie man die Stromabnehmer, was zu beachten ist, was mit den Druckverhältnissen zu beachten ist, wie man die Bremsen in Gang bekommt. Wir sollten dann über eine Weiche fahren. Da muss ich tatsächlich sagen, wir sind zwar gerollt, aber das auch nur, das muss ich schuldlos eingestehen, durch die gelösten Bremsen, weil sie ist jetzt im Betrieb, ne, betriebsbereit. Wir sind jetzt auch da über diese Position rübergerollt und befinden uns auch immer noch im Tutorial. So, das kommt noch dazu. Ich habe hier die Beschleunigung anhand dieses Haupthebels noch nicht so ganz, glaube ich, verstanden. Aber ich weiß nicht, ob wir sie hier auch wirklich auf 1 gestellt haben. Aber theoretisch hast du hier mit diesem Haupthebelhebel die Beschleunigung. Ladies and Gentlemen, das werden wir aber definitiv auch herausfinden. So, und das ist jetzt die, das ist jetzt die Aufmerksamkeits, die hier, ne? So, die müssen wir nämlich alle 10 Minuten drücken, damit wir beweisen, wir sind auch aufmerksam. Aber letztendlich kam das hier von dem da hinten, glaube ich. Richtig, genau. Wir sind nämlich angestellt bei der Mafia. Warum gab es jetzt letzte Woche keine Folge? Ja, war ja kein Bahnstreik, Entschuldigung. Naja, wer weiß, vielleicht musste ich auch irgendwie zu einer Schulung der Mafia, aber ich darf nichts sagen, ich darf nichts verraten. Denn unsere erste Aufgabe ist nämlich, wir sollen Kohlen in den nächsten Bahnhof, nämlich Novosibirsk Glavny, transportieren. Der ist ungefähr 8,4 Kilometer entfernt, wie wir in dem oberen, für euch, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Da muss ich ihn zeigen, glaube ich. Also, da oben in der Ecke, vielleicht auch die, also eine von beiden Ecken, seht ihr die Distanzen, da sollen wir es hinbringen. Kohle, da denke ich ja primär, wenn ich Mafia höre, an irgendwelches Falschgeld. Ich denke aber, es wird eher brennbare Kohle sein. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht. Das sollen wir transportieren. Also ich bin sehr gespannt, weil wir werden ja jetzt bestimmt die Weiche so umstellen, dass wir einmal zurückfahren und zum Zurückfahren müssen wir die Zugrichtung auch noch umstellen. Nichtsdestotrotz, ich habe mich jetzt sehr, sehr lange hingesetzt gehabt und habe mir diesen kompletten Ablauf einmal in Notizen, die sehr chaotisch sind, aufgeschrieben. Aber guck mal, auf die Seite bin ich tatsächlich so ein bisschen stolz, weil wir haben hier dieses linke Panel und hier haben wir diese ganzen rechten Panelgeschichten. Ja, ich werde euch da jetzt für diejenigen, die ja die letzte Folge nicht mehr ganz so im Kopf haben, nochmal kurz ein wenig abholen. Hier auf der linken Seite haben wir noch sehr, sehr viele Schalter noch gar nicht erkundet. Wir wissen, dass wir dort die Heizung haben und wir haben hier auch mit 1 die Signalanlage, also dieses Ding hier angeschaltet, was sehr, sehr wichtig ist. Denn diese Lampe hier wird die leuchtet, die grünes Licht sagt uns, okay, Beschleunigung soll 60 Kilometer pro Stunde betragen und das sehen wir dann hier auf dem Tacho. Dann haben wir hier unten, was wir jetzt gerade haben, eine gelbe Leuchte, die sagt, wir sollen dann ungefähr auf 40 Kilometer pro Stunde beleuchten. Hier haben wir dann was mit einem Strich durch, das sagt, wir sollen beim nächsten Signal, genaue Wortlaut habe ich nicht mehr im Kopf, sollen wir stoppen. Bei Rot heißt es sofort stoppen und hier gibt es noch ein weißes Signal. Dann, Rot sollen wir sofort stoppen, weil dann befindet sich ein Zug zwischen uns
Und dem nächsten Bahnhof befindet sich irgendwo noch ein anderer Zug. Deswegen müssen wir sofort stoppen, damit wir da nicht rauffahren, logischerweise. Und hier unten, wenn das weiß leuchtet, dann ist es so ein bisschen, ja, wurde das Bahnsignal nicht erkannt und wir müssen komplett mit Vorsicht bedacht vorgehen. Also, die Signalanlage haben wir. Dann haben wir natürlich eine Heizung, was hier unfassbar wichtig ist, die wir hier angeschaltet haben. Weil wir haben es draußen minus 20 Grad. Sibirien, kalt. Wie ihr seht, es ist schneeig, verschneit. Und ja, hier haben wir Anweisungen des Disponenten und wir können auch den letzten Anruf nochmal abhören. Geil, das weiß ich sogar schon. Dann haben wir hier, ist die Handbremse. Die haben wir auf beiden Fahrzeugteilen. Das heißt, hier in der Mitte haben wir so ein bisschen was, was Kompressoren und sowas betrifft. Hier ist der Hauptkompressor. So. Oder halt der kleine. Nee, falsch. Nicht der kleine Kompressor ist das. Im Maschinenraum, der nämlich die Stromabnehmer letztendlich mit Druck versorgt. So, aber pass auf. Und hier haben wir nämlich die zweite Fahrerkabine. So, und das werden wir nämlich dann, glaube ich, gleich aktivieren müssen zum Randkoppeln. Weil wir müssen dann ja die Richtung wechseln. Wie das wird, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich versuche euch mal ein bisschen abzuholen. Und möchte euch stolz zeigen, dass ich ein bisschen was gelernt habe, was ich mir jetzt selber zusammengeschustert habe. Und daher, wie gesagt, ein ganz großes Plus an diesem Prolog. Es ist wirklich Step-by-Step beschrieben worden. Ob ich letztendlich da nochmal eine Lokomotive angeschaltet bekomme von alleine, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Aber zumindest fühle ich mich tatsächlich ein bisschen gut beraten. Wir haben auch hier, das ist sozusagen das, wo wir am meisten aktiviert haben, so das wollte ich sagen. Also hier ist unser Beschleunigungsgedöns, hier haben wir die Bremsen, das ist Aufmerksamkeitskontrolle, hier haben wir Signaltöne, Pfeife, Horn, wann man wie was macht, weiß ich nicht. Und hier haben wir sehr, sehr wichtige Paneele. Hier oben sehen wir, dass wir überhaupt Saft auf der ganzen Kiste haben. Kilovolt, Strom, ne, dass die ganze Kiste unter Saft steht. So, dann haben wir hier ach, ich überlege gerade. Die hier, Ankerstrom und Feldstrom, das sind zwei, die wurden bis jetzt im Tutorial noch gar nicht erklärt. Kann ich euch also noch nicht sagen, was es ist. Hier haben wir die Hauptbehälteranzeige, damit die Motoren funktionieren letztendlich. Und ich erzähle euch gleich noch was, was mir nämlich aufgefallen ist. Und hier haben wir diese zwei Behälter, zeigen uns die, also das ist aber der Ausgleichsbehälter und hier haben wir die Bremsleitung an, sind beides für die Bremsen. Hier ist wichtig, wurde uns gesagt, und das müssen wir wirklich darauf achten, dass der Druck in diesen Behältern niemals, also nicht länger als 30 Sekunden über 5,7 und jetzt kommen wir gleich zu dem, was ich aber kurz ansprechen möchte, sein darf, weil sonst der ganze Bums hier kaputt geht. Das heißt, wir müssen immer drunter sein. Das ist ein bisschen kompliziert, wie man das macht, aber das werden wir bestimmt irgendwie nochmal rausfinden und spätestens sei es im richtigen Spiel. Nur, dass ihr so ungefähr wisst, was das alles zu bedeuten hat. Ja, hier, genau, ich gehe mal jetzt auf diesen Ausgleichsbehälter. Das ist eigentlich eine Druckanzeige. So wurde es uns jetzt die ganze Zeit. Ich gehe mal kurz ins Inventar, weil sonst, wir sind nämlich im Survival-Modus und sonst verbraucht sich zu viel. Wir haben halt noch nicht so viel Geld. Müssen wir erst bis zum nächsten Bahnhof kommen. Solange muss das reichen. Deswegen müssen wir kurz so ein bisschen sparen. Ach, Kalaschnikow habe ich mir im Übrigen auch schon gekauft. Bei der Mafia natürlich. Wo auch sonst. Im Mafia-Keller. Gedanke dahinter war, wenn wir hier jetzt auf offenem Feld vielleicht mal einen Bären und einen Bär irgendwie vor die Flinte läuft. Muss ich ja verteidigen können. Oder keine Ahnung, Putin, wer was weiß ich, wer plötzlich in Sibirien auf dem Gleis stehen kann. Aber Bär, das ist für mich sehr realistisch. Nein, also, wir haben hier tatsächlich die Angabe von einem Druck. So, und da habe ich das letzte Mal, ich wollte nur im Video nicht komplett was Falsches vielleicht von mir geben, weil ich das erst nochmal nachgucken wollte, ob ich damit, was ich immer im Kopf hatte, richtig liege. Als Einheit Kilogramm mal Meter, mal Sekunde pro Meter Quadrat. So, die jetzt ein bisschen Kenntnisse von Physik haben, werden sofort wissen, dass das nicht die Einheit von Druck ist. Und das will ich an der Stelle ein bisschen aufklären, weil das finde ich ein bisschen verwirrend. Also es wird hier an dieser Stelle von Druck gesprochen, aber das ist nicht die Einheit von Druck. Denn wir haben hier die Einheit von Kraft. Kraft
Oder auch ein Newton hat genau die Einheit Kilogramm mal Sekunde pro Meter Quadrat. Weil da steckt nämlich die Beschleunigung mit drin. Also hier, Sekunde pro Meter Quadrat ist die Einheit für die Beschleunigung. Das heißt, wenn du etwas beschleunigst, oder um etwas zu beschleunigen, musst du ein gewisses Gewicht drauflegen. Ich veranschauliche, das wird jetzt ein bisschen Physik für Einsteiger auf blolly, dirty Manier. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen abholen, wenn ich irgendwas falsch, weil ich es mir jetzt nicht vorgeschrieben oder geskriptet habe, erkläre. Dann korrigiert mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. So, das ist allgemein nur mal zum Abholen, dass das hier so falsch ist, wenn wir da Druck sprechen. Es kann aber auch sein, dass das so ein Bahner-Ding ist. Aber prinzipiell ist es hier nur Kraft, weil Druck letztendlich ist die Einheit Pascal. Und das ist Newton pro Meter Quadrat. Also übersetzt wäre Pascal Kilogramm mal Meter pro Kilogramm. Ah, warte mal. Wir haben hier Kilogramm mal Sekunde pro Meter Quadrat, ne? Siehst du? Da war ich jetzt kurz ein bisschen unaufmerksam. Kilogramm pro Sekunde. Doch, das ist doch die Einheit von Druck. Ich revidiere. Es ist alles richtig. Geil. So, ja, fantastisch. Also nochmal. Jetzt hab ich alle verwirrt. Jetzt ist selbst die Verwirrung verwirrt, oder? Also, ja, ich hab's tatsächlich falsch gelesen. Stimmt, Kilogramm mal Sekunde pro Meter Quadrat. Natürlich, das ist die Einheit von Druck. Ja, also, wir haben hier die Einheit von Druck. Was wollte sie sagen? Revidieren wir, was ich erzählen wollte. Also, es ist doch richtig. Es ist doch richtig. So, fantastisch. Jetzt ist mir warm. Ja, ich war verwirrt. Ich habe das in meinem Kopf die ganze Zeit irgendwie... Egal, sprechen wir nicht mehr drüber. Aber es ist doch gut, wenn wir da auch mal drüber reden und gucken, ob das richtig ist. Aber jetzt habt ihr zumindest noch mal ein paar Einheiten verinnerlicht und gelernt. Ja, ich habe irgendwie... Ich dachte die ganze Zeit, hä, was will er denn mit Einheit Druck? Aber so dieses zwischen Newton, Pascal, das ist immer irgendwie so ein bisschen verwirrend. Okay, also, es stimmt alles. Also, geh nach draußen und ändere die Einstellung des Eisenbahnschalters. Geh nach draußen. Das heißt, jetzt wird es kalt. Lalala. Gut, dann legen wir mal los. Wobei, ich könnte jetzt auch noch was essen, ne? Wie esse ich denn jetzt? Das war irgendwas mit dem Rad, ne? Pass auf, ich glaube... Ah, ich habe mal die gute Bierflasche fallen lassen. Ja, verdammt, warte. Ich glaube, ich werde jetzt mal einen Apfel essen. Dann habe ich noch Hunger. Gibt es jetzt noch einmal Sprotten? Warum ich nicht warm esse, weiß ich auch nicht. Bei minus 21 Grad. Aber kannst du ja immer so machen, ne? So, wird Schuh draus. Und es löscht auch ein bisschen Durst. Okay, pass auf. Dann... Ja, Entschuldigung, ich war wirklich verwirrt. Ich dachte so, hä, irgendwas mit der Einheit stimmt doch nicht. Ja, ich habe nichts gesagt. Vergessen wir einfach, dass ich irgendwas anmerken wollte. Richtig, hier sind wir nämlich rübergerollt. Und habe ich euch schon viel Spaß gewünscht? Habe ich schon gesagt, das ist sehr chaotisch bei mir? Ja. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Also, hier haben wir die Weiche. Ändere die Einstellung. Wie tue ich das? E. Hier funktioniert generell alles mit E. Und jetzt gehe zurück ins Fahrhaus, stelle den Wählhebel auf die Position MR, also für rückwärts wahrscheinlich, um rückwärts zu fahren, um die Waggons anzukoppeln. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, was die Kälte betrifft. Es ist halt minus 29 Grad. Das ist richtig kalt. Wie komme ich da rauf? Wie komme ich denn da rauf? Ah, okay. So, Tür zumachen, ganz wichtig. Sonst kalt. So, aufwärmen. So, der Wählhebel, das ist ja... das ist ein neuer Hebel, den kenne ich noch nicht. Ah, okay. Das heißt, hier haben wir auch die Richtung, okay? Stelle den Hebel... Mann, wozu habe ich mir Notizen gemacht, wenn es jetzt doch voll weitergeht, ne? Stelle den Hebel, Lokomotivbremshebel, in die Position Bremse gelöst, um die Bremse der Lokomotive... Genau, wir haben ja jetzt gebremst, weil wir rollen ja nicht. Also, you can see. Das heißt, wir fangen jetzt gleich wieder an zu rollen. Auf. Ah, man kann die Bremse auch nur ein bisschen lösen, ne? So, und Haupthebel soll jetzt hier auf die 1. Und Haupthebel ist der untere, ne? Hier.
Ich hoffe mal, das ist jetzt die 1. Und das ist der Beschleunigungshebel. Oder? Ja, ich bin noch da. Ich bin da. So. Ah, Warnung. Reduziere die Leistung. Moment. Warnung, die Lokomotive kann nicht beschleunigen, reduziere die Leistung. Aber wie reduziere ich jetzt die Leistung? Die Leistung ist ja genau die Geschichte, oder? Jetzt muss ich aber gucken, ob mir meine Notizen ein bisschen was helfen. Aber kann ich hier raufdrücken? Reduziere die Leistung. Reduziere die Leistung. Also, wir müssen die Leistung reduzieren. KVC, das sind die... Aber Stromabnehmer wäre ja die Leistung. Aber wenn wir die wegnehmen... Das ist die Kühlung, Kompressoren. Was heißt denn, reduziere die Leistung? Ah, der Haupthebel war auf Position 14, Leute, ne? Der war auf Position 14. Es wird langsam dunkel, ne? So, verbindet die Waggons, überschreite nicht die Geschwindigkeitsgrenze von 5 km pro Stunde. Das ist ja nix. Du kannst den Zug im Inspektionsmodus beobachten. Inspektionsmodus ist hier über E. So. Das ist so ein Modus. Und wenn ich dann nämlich noch T drücke, kann ich die einzelnen Teile nämlich sehen. So viel weiß ich schon, um herauszufinden, ob was kaputt ist. Und hier siehst du, guck mal, der Kompressorkühler, naja, hat 1% schon Einbußen und Kompressorschutz. Also der Kompressor könnte uns vielleicht als erstes in den Arsch gehen. So, und wir sollen hier die Waggons ankoppeln. Frage ist natürlich, ich muss ja, wenn ich dann dran bin, irgendwie bremsen. Ich gehe nochmal aus T raus. Muss ja dann irgendwie bremsen. Korrekt. Hä? Theoretisch würde ich das ja dann hier... Also wir rollen jetzt eigentlich nur mit gelösten Bremsen. Das ist so das Gleiche wie das letzte Mal auch. Ich würde tatsächlich dann, wenn ich dran bin, die Bremse einfach wieder anstellen. Also wenn ich an den Waggons dran bin... Warte... Ich weiß gerade nicht, wie ich in den Modus da hinten reinkomme. Aber zumindest bewegt sich das immer schon mal ein bisschen schneller als das letzte Mal. So, aber wir dürfen nicht schneller werden. Das heißt, wenn man jetzt die Bremse so ein bisschen anzieht, müssten wir ja jetzt dann auch langsamer rollen. Wobei, wir haben noch ein gutes Stück. Theoretisch würde ich ja eigentlich gerne beschleunigen. Aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Kommentar von einem von euch da draußen gewesen. Dass man natürlich auch den Bremsweg von so einem Teil richtig beachten muss. Und, dass das... Oh, ich habe das Kommentar nicht mehr im Kopf. Warte mal. Ich müsste theoretisch... Ich werde erstmal kurz parallel noch mit aufrufen. Fand ich nämlich wirklich richtig gut. Ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen entspannt langrollen. Ich würde da jetzt auch nicht beschleunigen, weil 211 Meter ist jetzt nicht so weit. Gefahr ist zu groß, dass wir sonst richtig krass in das Teil reindödeln. Und da ist uns ja nicht geholfen, wenn wir jetzt gleich einen Unfall bauen. Ich glaube, das hat die Mafia auch nicht so gerne. So, pass auf, da ist das Video. Ich gucke mal kurz rein. Freu
abergläubig. Also hier, genau. So eine Lokomotive wiegt schnell mal über 50 Tonnen. Das dauert, bis die Geschwindigkeit aufbaut. Wenn du den Hebel auf Position 10 stellst, wird sie wahrscheinlich schon schneller. Und wir hatten jetzt 14. Das war wahrscheinlich einfach auch zu viel Leistung. Hat er uns ja gesagt. Stehen wir jetzt inzwischen? Hm. Ja, ich sollte lösen. Aber überleg mal, das war jetzt auf Bremse. Ja, jetzt rollen wir wieder, ne? Bremse komplett gelöst. Vielleicht war es auch doof, dass ich ein bisschen angezogen habe. Aber wir rollen jetzt wieder. Ja, da kommt die Vorsicht raus, ne? Ich habe ja keine Ahnung, was ich tue. Ich habe noch nicht so oft Lokomotiven bedient. So, also genau. Hier ist es halt locker mal über 50 Tonnen. Das dauert, bis die Geschwindigkeit aufbaut. So, leider gilt das auch fürs Bremsen. Da ist bei einem Güterzug ein Bremsweg von mehreren Kilometern gar nichts. Von mehreren Kilometern. Aber natürlich, das ist richtig gut. Vielleicht können wir ja im Verlauf des Spiels auch mal gucken, wie realistisch die Bremswege angelegt sind. Also, ich habe geschrieben, unter anderem als Antwort, dann sollten wir mal Bremswege in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Güterlänge und diesem Bremsfülldings, ja, so habe ich mich ausgedrückt, vergessen, wie es hieß, ermitteln und schauen, ob das realistisch ist. Und im Übrigen, stimmt, die Entwickler des Games haben mit drunter geantwortet. Hallo! Ja, ich freue mich sehr. Es ist bis jetzt für dich wirklich zauberhaft gemacht. Es wird jetzt dunkel. Das wird wahrscheinlich auch noch so die Tücke sein, dass du nicht siehst. 184 Meter. So, mich reizt total eigentlich, nach hinten zu gehen und zu gucken. Aber das wäre fahrlässig. Das dürfen wir definitiv nicht tun. So, und ist das hier, weil was die Ampel zu bedeuten haben, weiß ich ja zum Beispiel auch nicht. Oh! Rot heißt, was heißt denn rot? War nicht rot bremsen? Rot war sofort stoppen. Aber rot heißt sofort stoppen. Aber rot hieß sofort stoppen. Dann werde ich sofort stoppen. Aber theoretisch sollte ja hier eigentlich jetzt auf meinem Weg nichts sein. Ich gehe nochmal. Ich öffne nochmal. Theopraktisch sollte hier eigentlich nichts sein. Ah, guck mal, wir sind schon dran. Deswegen auch stoppen. Ey, ne? Ich hätte gedacht, wir haben noch 126 Meter. Nix. Ja, gut, dass wir sofort gestoppt haben. Also, verbinde langsam die Waggons. Ich glaube, wir müssen noch müh näher ran. Müh näher ran. Siehste? Ich habe, aber das müsst ihr mir anrechnen, ich habe hier wirklich auf die Ampel drauf geachtet. Oder beziehungsweise auf meine Signalanzeige. Das Einzige, was mich jetzt noch wundert, was bedeuten die Ampeln? Das weiß ich noch nicht. Ich lasse mal jetzt die Tür offen. Wir müssen ja eh gleich wieder raus. Ich löse jetzt die Bremse noch mal ein Stück. Es ist halt nicht mehr viel, was wir rollen müssen. Pass auf, gib ihm. Müsst ja nur noch Mühe ran. So, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die... Ja, warte. Aber ich kann die Bremse auch nicht. Guck mal, ich hätte jetzt gedacht, dass wir die Bremse... Dass wir die Bremse ausstellen müssen, aber ich kann hier nichts tun. Also, die Waggons sind gekoppelt. Wie, so ohne weiteres? Warte, das gucke ich mir doch jetzt mal an. Die koppeln sich doch nicht von alleine. Ich dachte, ich müsste da aktiv noch was tun. Kennt sich da jemand von euch aus? Das rastet ja nicht einfach so ein. Rastet das ein? Oh ja, offensichtlich schon. Weil ich hätte gedacht, dass man hier jetzt aktiv was verbinden muss. Antizugführer, Lokführer, Bahnfahrer, Güter... Waggonführer, Bahnfreunde und Co. Ist das realistisch oder musst du da raus? Ich hätte gedacht, man muss halt raus, alleine schon, um es einmal zu überprüfen, dass es richtig gekoppelt ist. Weil was machst du denn, wenn die Verbindung denn abfliegt? Aber ich fühle mich jetzt nicht ganz so doof wie das letzte Mal. Ich habe ein bisschen mehr verstanden, was ich hier tue. Ich würde auch interessieren, ob wir irgendwo sowas wie ein Licht haben. Ich verstehe nicht, warum ich die Bremse hier nicht anziehen kann. Das wäre was... Und an meinem logischen Menschenverstand. Oh, wir haben hier eine Sonnenblende. Ich habe eine Sonnenblende gefunden, Freunde. Ich brauche eher gerade irgendwie eine Lampe. Licht.
Und das ist hier vielleicht ein Ventilator. Was haben wir denn? Warte mal, wenn wir jetzt hier schon mal in der Position sind, lass uns mal gucken, was das ist. Aha, guck mal, Fahrerhausbeleuchtung. Siehst du, da ist genau das. Es wird mir nämlich gerade so ein bisschen zu dunkel. Was haben wir hier noch? Fahrerhausbeleuchtung dimmen. Das ist wahrscheinlich, damit man für draußen so ein bisschen besser sieht. Was haben wir hier noch? Heizung. 10 Minuten sind vor dir rum. Oh Mann. Ich bin da, ich bin da. So, was haben wir hier noch? Heizhebel, Projektionslicht. Ah, das will wahrscheinlich die Scheinwerfer nach draußen sein, ne? Beleuchtung, Messgerät, Entlüften des Behälters im ersten Abschnitt. Okay, cool. Aber ich habe selbstständig mal Licht gefunden. Gut, Freunde, dann mache ich jetzt schnell nochmal eine neue Kameraaufnahme. Zap, zap. Ey, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Wir koppeln jetzt das erste an. Also, F, um fortzufahren. Fantastisch. Und jetzt? Entkuppler. Entkupple. Oh, das geht nach Zeit. Oh, jetzt muss ich mich aber richtig beeilen. In der oberen linken Ecke steht, wie viel Zeit du noch hast, um die Arbeit zu erledigen. Also pass auf, Anruf war am Bahnhof auf Gleis 1 und am Bahnsteig 6. Gleis 1, Bahnsteig 6. Das schreiben wir kurz auf. Gleis 1, Bahnsteig 6. Alles klar. Heißt aber übersetzt, wir müssen jetzt die Richtung, also wenn es jetzt gekoppelt ist, müssen wir natürlich zum einen die Richtung hier jetzt nochmal wechseln. Wir wollen jetzt vorwärts fahren, oder? Fahren jetzt nicht rückwärts. Wir sind immer noch im Tutorial. Halte die Lokomotive an, so wie du es mit den gekoppelten Waggons machst. Hä? Halte die Lokomotive so, wie du es mit den gekoppelten Waggons machst. Setze den Haupthebel an die Position 0. Aber ich bin auch immer noch auf Zurückfahren. Muss ich nicht hier den hier? Da die Position? Hauptbremshebel. Ah, okay, es geht wahrscheinlich um die Reihenfolge, ne? Wollte ich jetzt. Betriebsbremsung 1. Die Betriebsbremsung 1 ist am optimalsten. Es ist sehr sanft und der Druck fällt sehr langsam ab. Was mache ich jetzt schon wieder? So ist der Druck im Ausgleichbehälter? Ja. Das Bremsen mit der Betriebsbremsung einstellen auf den höheren Positionen ist schwieriger, aber der Druck fällt schneller ab und du musst öfter nachfüllen. Muss ich jetzt die Bremsen nochmal neu füllen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Okay. Das Bremsen in der Notbremsungsstellung ist am effektivsten, aber der Druck fällt sehr schnell ab. Okay. Ich kam gerade so gut in dieses Spiel rein und jetzt geht es schon wieder los, dass ich anfange, keine Ahnung zu haben. Also wir lernen gerade, glaube ich, die verschiedenen Arten zu bremsen. Das Bremsen mit der Notbremsungsstellung in der höheren Position ist am schwierigsten, aber der Druck fällt am schnellsten ab. Der Zug hat angehalten. Bringe die Waggons zum Bahnhof Novosibirsk in Glavny. Bereite die Bremsen noch einmal vor. So, und das ist jetzt wieder, wo wir beim ersten sind. Bremsen vorbereiten. Also, blockieren der Bremse, auf Bremsen gelöst. Das haben wir ja schon, die Bremsen sind ja schon gelöst. So, Entriegel der Bremssysteme, das haben wir auch gemacht. Das ist nämlich der hier unten irgendwo ist, der Hebel. Hier unten ist hier dieser hier. Den haben wir nämlich auch schon gelöst. So, Hauptbremshebel auf... Ah, genau, okay. Das heißt, normalerweise wäre dann jetzt beim Komplettanstellen erstmal die Geschichte mit dem Ausgleichsbehälter passiert. Mit dem Haupthebel auf Freigeben und Aufladen. Das haben wir jetzt auch schon gemacht. Das ist jetzt nochmal eine abgespecktere Version von dem, was wir jetzt machen. Also Druck ist 0. Und hier war jetzt, wie gesagt, nicht auf 5,7 Pascal. Richtig. Also, das heißt, wir gehen jetzt auf... Service. Keine Ahnung, wo das ist. So, und da lädt sich der Bums.
Ah, okay. Ah, das heißt die Position. Und dann musst du hier. Ah, okay. So. Und wir müssen das jetzt wieder auf zum Stabilisieren. Genau. Haupthebel. Aber wir müssen die Bremsleitung doch eigentlich stabilisieren, weil wir haben jetzt ja auch Service. Und. Na gut, aber wenn sich es auf 4,4 stabilisiert und nicht weiter füllt, wäre das ja gut. Weil normalerweise, wenn der sich jetzt zu hoch gewesen wäre, hätten wir jetzt Druck ablassen müssen. Das wäre dann eine Position davor gewesen auf WO, Versorgung aus und dann wieder auf Service. Ach nee, Service. Warte mal. Stabilisieren wieder auf Service. Und das stoppt den Druck. Ah, okay. Das heißt, Position Service ist die stabilisierte Druckposition. Ich habe was gelernt, Freunde. So, und es wird langsam richtig dunkel. Haben wir auch noch anderes Licht, was wir anmachen können? Uns läuft die Zeit bald davon. Wir müssen jetzt bei uns rennen kommen. Position 1. Zack. So, wenn du zu viel Leistung aufbringst, leuchtet das weiße Licht auf dem rechten Panel auf und die Lokomotive kann nicht mehr beschleunigen. Du musst die Leistung reduzieren. Beachte die Schilder und Signale der Eisenbahn, damit deine Lokomotive nicht beschädigt wird. Genau. Und hier haben wir das, da haben wir das. Das war jetzt 40 Meter pro Sekunde. Hier haben wir die Bremse gelöst. Alles klar. Die Bedienungsanleitung für die Lokomotive findest du im Menü. Zieh das Handbuch zu Rate, wenn du Probleme auftreten. Ah, es gibt ein Betriebshandbuch. Ah, und ich mache mir Notizen. Kann man sich das nicht einmal ausdrucken? Wobei das halt schon sehr zusammengedödelt ist. Aber das finde ich auch sehr, sehr gut. Das, hier, guck mal, das zeichnet das Spiel, finde ich, auch aus. Weil wenn ich da an den BVG-Simulator mich zurückerinnere, den wir auch sehr gerne mal wieder spielen können, das ist damals mit Kriegsausbruch. Ukraine hatten wir das pausiert gehabt, weil ich gerade am Holocaust mal, ja, also ja, an geschichtsträchtigen Stationen angehalten habe und da habe ich gesagt, naja, ne, das ist da ein bisschen schlecht, jetzt da ein Let's Play in dem Sinne zu machen. Aber da fehlte halt so eine komplette Erklärung, wie man was wie macht, so, ne? Also so in dem Sinne, so detailliert wie das hier. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Wenn man es einmal wirklich auch so erklärt bekommen hat und guck mal, hier hast du Starten, also hast du es auch in Abschnitte eingeteilt, das ist cool. Dann die Signalanlage, und da hast du nämlich auch hier mit hier grünes Licht, gelbes Licht, gelb-rotes, rotes, weißes, Lokbremsung ohne angeschlossene Waggons, mit angeschlossenen Waggons. Also das lese ich mir schnell nochmal durch, weil das ist ja jetzt relevant. Bereite die Bremsen vor, stelle den Hebel blockierende Bremse in die Position Bremsen gelöst, um die Bremssysteme zu entriegeln, was wir haben. Fülle den Ausgleichsbehälter in die Bremsleistung mit dem Druck von 5,5 Kilo, also Pascal, ich sage jetzt ab sofort einfach Pascal, weil das ist die Einheit für Druck. Und das ist ja so die SI-Einheit auseinanderklamüsert. Ist ja auch richtig, nicht falsch. Nur halt voluminisiert. So, ne? Aber muss ich es auf 5,5 finde ich halt schon hart an der Grenze dran. Aber es hieß ja, je mehr Druck, desto schärfer die Bremse. Also der Druck hat natürlich auch, denke ich, eine Auswirkung darüber, wie das Bremsverhalten ist. So, ne? Und wir waren jetzt irgendwas bei 4,4. Müssen wir mal gucken. Wir müssen einfach auch, das ist erfahrungsgemäß, ne? Ich weiß ja auch nicht, wie viele Tonnen da jetzt hinten an mir dranhängen. Wie viele Waggons das sind, das war jetzt auch viel, ne? So, Hauptbremshebel an die Position Betriebsbremsung 1, das haben wir ja gerade schon mal gelernt. Mit der Position 1 ist am optimalsten. Ist ja die Frage, schreibt sich dieses Buch jetzt, während wir im Tutorial sind? Weiter, drücke X, um dich zu setzen. Ich will mich aber nicht setzen. Muss ich mich setzen? Wahrscheinlich. Ich sitze. Huhu. Okay. Aber ich kann auch wieder aufstehen, oder? Kann ich auch stehen? Muss ich sitzen? Jetzt wäre Fahren halt toll. Wie fahre ich nach vorne? Ach, Freunde, ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein Bier trinken auf den Schock. Und was essen? Thunfisch oder ein Apfel?
Noch ein Apfel. So, fantastisch. Also, Frage ist jetzt natürlich... Ist das jetzt meine Beschleunigung? Ja, es sieht so aus, ne? Es sieht so aus. So, und da haben wir jetzt zu viel. Kann ich beschleunigen, reduziere die Leistung. Okay, machen wir es aber auf 13. Auch zu viel. 8. Das dauert wahrscheinlich, bis der ganze Bums hier in Gang kommt, Freunde, ne? Aber habe ich denn auch irgendwo Licht? Warte mal, hier BV, KVC, Stromabnehmer, Motorkühlung, Feldgeneratoren. Oh ja, doch, 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 ich sehe schon. Doch, 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 das kommt langsam, das kommt langsam. Also, das muss erstmal anfahren, Freunde, das muss erstmal anfahren. Also, ich muss auch 40, naja, ich muss ja erstmal hochrollen. Das heißt, am Anfang kann ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Bums geben. Ich habe es geschafft zu beschleunigen. Ich habe ja schon mehr erreicht, als jetzt ich mir vorgestellt hätte, dass ich erreiche. So, Frage ist jetzt, dimme ich das Licht? Damit ich draußen ein bisschen besser sehe? Weil draußen ist ja schon arschdunkel. Wie mache ich denn da Licht? Wie mache ich denn da Licht? Aber wir beschleunigen zumindest schon mal. Das ist fantastisch. Also Signal, Heizung. Fahrerhaus dimmen. Was ist denn Projektionslicht? Was ist das für Licht? Ich weiß nicht, was das für Licht ist. Ist das hier Licht da vorne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also. Aber guck mal, wir sind immer noch nicht auf 10 Kilometer pro Stunde. Weil das Krasse ist ja, wenn du so in so einem ICE oder sowas sitzt, die beschleunigen ja schon relativ schnell, ne? Ich kann aber, glaube ich, noch mehr. Pass auf, ich mache mal auf 6. Ich gehe mal jetzt auf 6. Aber hinsetzen werde ich mich jetzt nicht, weil das ist ein bisschen zu aufregend. So, das nächste Eisenbahnsignal ist in 0,3 Kilometern. Wir sind ungefähr auf 10 Kilometer pro Stunde. Das ist gefühlt nix. Wir müssen auch irgendwie ankommen, weißt du? Und Novosibirsk ist in 8,4 Kilometer. Wenn wir das in der Geschwindigkeit hier jetzt noch weitermachen, kommen wir definitiv nicht voran. Aber guck mal, jetzt komme ich auch auf 11. Ja, 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 ja. Jetzt können wir hier mal richtig Stoff geben. Müsste ja irgendwie mal beschleunigen jetzt. So, wir sind immer noch 40 Kilometer pro Stunde. Weiter schneller dürfen wir nicht. Wir müssen halt den Bremsweg mit... beachten. Nächster Eisenbahnsignal ist in 0,2 Kilometer. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Und hier laufen schon wieder Leute auf dem Weg rum. Ich bin da. So, 8,3 Kilometer, dann sind wir in Novosibirsk. Wir könnten es bis dahin schaffen, weiß aber nicht, was uns hier jetzt alles noch begegnet. Wenn da so ein Dude plötzlich auf dem Weg rumläuft, ist das natürlich auch schwierig. Aber ich würde jetzt einfach mal ein bisschen auf Beschleunigung gehen. Ich weiß, ich bin noch sehr, sehr zaghaft. Verzeiht mir das bitte. Das hier. Und das sagt 40. So, wir geben jetzt immer noch ein bisschen Stoff. Können wir auch. Ich gehe mal, weil hier jetzt eine Kurve ist. Ich kenne mich... Ah! Ich kenne mich mit Kurven nicht aus. Nicht, dass es uns umhaut, aus der Kurve raushaut. Ich mache mal einen Haupthebel auf 3. So, jetzt dürften wir auf 60 Kilometer pro Stunde, sagt es. Es sagt 60 Kilometer, dann haben wir hier oben, da 60 Kilometer. Wir sind gerade auf 30. Das heißt, wir dürfen jetzt noch ein bisschen Stopp geben. So, das war ein bisschen zu viel. Wir müssen wahrscheinlich so powertechnisch uns rantasten, gucken, was wie geht. Ich hoffe, das ist einigermaßen okay. So, hier haben wir das nächste Signal, das sagt auch 60 Kilometer pro Stunde. Na dann, gib ihm. Ich weiß halt nicht bei Kurven, was man da beachten muss, weißt du? Wie schnell man da reinludern darf. Aber wir haben jetzt noch 46 Minuten. Und es sind noch 7,7 Kilometer. Ich gehe mal davon aus, wir schaffen das zeitig. Aber es kann natürlich jetzt auch irgendwas passieren, dass wir bremsen müssen. Ich werde mal ein bisschen... Jetzt kommt die Angst schon wieder durch. So. Sagt man nicht. Ich fühle mich jetzt gerade so als Lokomotivführerin gar nicht mal so schlecht. So, wir kommen jetzt schon langsam so an diese 60-Kilometer-Grenze ran. Ich will jetzt ja nicht wie in sämtlichen Autobahnfahrsimulatoren machen, wo ich viel zu schnell bin und drüber zwiebel. Wir haben 6 Grad hier drin. Das ist auch okay. Und ich habe immer noch einen Kater. Also ich bediene das ganze Teil jetzt auch noch mit einem Kater.
So, ich habe unfassbaren Respekt. Also, wenn du die Stromabnehmer runterlässt und wieder hochfährst, denke daran, liebe Motoren. Ja, ja, aber ich habe bei nichts runtergelassen. Habe ich irgendwas runtergelassen? Nein. Sind es jetzt einfach random Infos, die kommen? Möglich. So, wir fahren relativ langsam. Wir sind mit 40 Kilometer pro Stunde. Aber lass uns mal gucken, was das nächste Eisenbahnsignal ins 200 Metern bringt. Weil wenn das sagt 40 Kilometer pro Stunde, dann... Wir werden safe auf dem Weg auch nochmal einmal notbremsen müssen. Hier, da ist das Signal. Und das sieht man doch schon. Ist das grün? Oben in der Mitte des Bildschirms findest du Informationen zu den nächsten Bahnschildern. Zum Absenken des Stromabnehmers. Muss ich das wirklich machen? Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Vorbereiten zum Absenken der Stromabnehmer. Okay. Heißt übersetzt? Was mache ich? Ah! Ich bin mit am Fahren. Okay, mehr als dass ich Unfall baue, kann nicht passieren. Aber wo senke ich die denn ab? Hier, 1 und 2. Ah, das war das Schild an der Seite. Okay, wir haben abgesenkt. Und jetzt? Habe ich Durst. Auf den Stress gleich nochmal ein Bier. Aber war das jetzt richtig? Warte. Ich mach die nochmal an. Aber ist auch falsch. Warte. Da muss ich doch gleich über ins Handbuch gucken. Also, absenken der Stromabnehmer. Das haben wir ja relativ lang und breit gehabt. Aber wo habe ich das? Da, hier, warte mal. Aber was genau mache ich dann? Das ist die Frage. Und warum muss ich die zwischendurch absenken? Damit ich weiter Strom kriege? Das sind ja so dumme Fragen, ich weiß. Aber da... Warte mal, haben wir das irgendwo als Signalanlage? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist jetzt mein Problem. Escape. Retten Sie mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weil... KVC muss zurückgesetzt werden. Und hier haben wir BV1. Und BV1 ist der hier. Und hier haben wir... ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das ist nicht erklärt. Ist das erklärt? Also, Kompressor. Hier, schalte den Schalter Stromabnehmer mit Strom zu versorgen. Haben wir ja. Das haben wir generell gemacht. Das rote Licht zeigt an, dass der Strom von der Batterie geliefert wird. Ich zeige euch, welcher das ist. Der hier ist das nämlich. Nee, das ist der hier, den wir gar nicht mit drauf haben. Den ich schon ausgeschaltet habe. Hier, schalte... Achso, anheben hieß es, ne? Das heißt, wieder 1 und 2... Ah, warte mal. War Mission jetzt anheben? Dann wäre es jetzt... Ist das richtig? Was? Wie, was meinst du damit? Ist der Schlüssel für die Logistik? Aber wie zerstöre ich denn jetzt eine Brücke? Was? Ja, habe ich schon gesagt, ich arbeite für die Mafia. Я верю, что ты сделаешь все необходимое, чтобы достичь наших целей. Жди дальнейших указаний. Du wirst alles tun, was nötig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Warte auf weitere Anweisungen. Was ist denn das? Das heißt doch... Warte mal, das heißt doch... Das heißt doch... Bremsen? Ich mach mal... Das heißt... Stopp! Aber nicht sofort, sondern beim nächsten.
Also 0,9. Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt mal so auf Richtung Bremsen schon mal gegangen bin. Weil 800 Meter sind jetzt auch nicht so viel. Aber wir bremsen schon. Also so ein bisschen habe ich das Gerät verstanden, bis auf das mit den Stromabnehmern. Aber ich glaube, im Endeffekt war es nur... herabsetzen, dann wieder zurücksetzen und wieder anheben oder sowas. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber das müssen die Dinger oben sein, oder? Sind es diese Teile nach oben? Ich weiß halt nicht, was sind die Stromabnehmer, Freunde. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Stoff geben vielleicht. Naja, wobei, 600 Meter ist jetzt nicht so viel. Pass auf, ich gehe mal auf 1. Oder ich lasse es jetzt mal ausrollen. Pass auf, ich lasse mal ausrollen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu schnell schon war, aber wir haben ja ein paar Tonnen an uns dranhängen. Hypothermie, also mir ist kalt. Guck mal, mir wird langsam kalt. 1 Grad hier drin, dabei habe ich doch die Heizung an. Das heißt, wir sollen jetzt die Brücke zerstören? Ja, ich habe schon gewusst, warum es keine gute Idee ist, für die Mafia anzufangen zu arbeiten. Weißt du, was ich jetzt mal vorsorglich machen werde? Ich habe doch die Kalaschnikow. Ich werde jetzt mal... Thunfisch gegen Kalaschnikow austauschen. Ich habe da sowas im Urin, Freunde. Dass wir das vielleicht gleich gebrauchen könnten. Also 500 Meter. Es könnte fast ein bisschen... Na, ich hoffe, dass es jetzt passt. Hat er gesagt, wann die Brücke kommt? Ach, so ein Dreck. Doch ein bisschen beschleunigen. Ja, wir sind sonst zu langsam. Tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen sehr, sehr vorsichtig bin, aber ich kann die Bremswege und so das alles noch nicht so einschätzen. Trotzdem habe ich zum ersten Mal den Eindruck, dass ein Simulator und man nicht ganz so scheiße bei mir läuft, sondern dass ich es ein bisschen jetzt, ich muss es verstehen. Grundsätzlich bei Dingen, die ich tue, ich muss sie verstehen, was es wie macht. Deswegen auch die Frage, was macht der Stromabnehmer? Ich muss es einmal verstehen, was das, welche Funktion das Bauteil hat. So ein Wort alleine, das bringt mir nichts. Ich bin ein sehr, sehr bildlicher Denker und ich denke halt auch so, das ist halt der Naturwissenschaftler in mir, in Mechanismen. So, weißt du? Also wenn ich irgendwo eine Kurbelwelle oder sonst was höre, muss ich halt wissen, okay, in welcher Verbindung steht das? Was macht das? Dann kann ich damit auch ein bisschen mehr überlegen, was man dann vielleicht machen kann. Ich weiß, ich bin sehr, sehr langsam, aber zeitlich liegen wir ja gar nicht so schlecht. Guck mal, wir haben knapp die Hälfte geschafft und haben vielleicht 10 Minuten verbraucht. Ich sehe zwar immer noch keine Brücke, das ist ein bisschen schlecht. Vielleicht geben wir da mal ein bisschen Gas. Ich war zu vorsichtig. Ja, ja, das habe ich jetzt selber begriffen. Ich war zu vorsichtig. Okay, da müssen wir den Bums jetzt hier wieder in Gang kriegen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt mal auf Beschleunigung komme. Dass ich überhaupt so in diese Position komme. Muss ich jetzt was zurücksetzen? Aber vom Druck her passt. 4,5 passt. Ja, das braucht halt ein bisschen. Klar, wenn du natürlich mit der Geschwindigkeit runter bist, braucht der Bums natürlich auch wieder einiges an Energie, bis er wieder anfängt. Logisch. Elektrizität wird geliefert, Motoren nicht bereit. Ist die Motor versehentlich ausgeschaltet? Kompressoren ein. Ich hatte, hier guck mal, die Stromabnehmer waren nicht, da konnte nichts passieren. Wie komme ich jetzt wieder vorwärts? Ich bin verwirrt.
Oh, ich habe den Generator abgemurkst. Das ist wie Auto abwürgen, glaube ich. Das ist jetzt wie Auto abwürgen. Fantastisch. Also, ich habe es abgewürgt. Geil. Das ist, wäre so wie Fahrprüfung verloren. Ich habe den Generator ausgeschaltet. Ja, wir haben keinen Strom. Aber... So, ich wollte schon sagen, so, die Dinger hier, dann haben wir Strom drauf. Aber komme ich jetzt voran? Ich habe die Motoren abgewürzt, Freunde. Das ist jetzt mal eine richtig dumme Idee. Also, ich habe den Motor abgewürgt. Es lief so gut. Habe ich gerade gesagt, es lief so gut. Und dann zack, Motor abgewürgt. Also, wie kriege ich denn den Motor an? Ach, gucken wir mal in die schlaue Liste rein. Also erstens Schalter, kleiner Kompressor. Versorgt Stromabnehmer mit Druck. Aber die sind noch angeschaltet, oder? Ich latsch mal jetzt durch den Bums hier durch. Weil es ist so richtig dunkel wie im Kuharsch, ne? Aber der ist an. Boah, hier sind nun mal richtig dunkel. Und hier kann ich nichts machen, weil hier kein Schlüssel drin steckt. Ja, ja. Okay, pass auf. Also, bei der Teil der Kabine ist er jetzt gerade nicht aktiv. Ich habe den Motor abgewürgt. Das gibt's ja nicht. Das darfst du auch keinem erzählen, ne? Jetzt wird's dann doch ein bisschen zeitkritisch. Also, wie machen wir denn das jetzt? Wie kriege ich denn das Teil jetzt wieder aktiv? Feldgenerator ausgeschaltet. Ach, Mist. Okay, Fehlersuche. Also, also Strom wird geliefert, weil Strom haben wir ja. Schalte den Schalterkompressoren auf dem Panel an. Aber das haben wir auch, oder? Hauptbehälter. Ich weiß halt nicht, wie viel der Hauptbehälter haben darf. Das sollte es gewesen sein, oder? Und jetzt gehe ich auf Service und... Was war das Ding? Warte. Ah, falsche Taste. Das hier ist Motoren nicht bereit. Und ich muss die KVC zurücksetzen. Und vielleicht nochmal einen Apfel essen. Das ist eine sehr gute Idee. Minus 6 Grad inzwischen. Ha, Freunde. Motoren nicht bereit. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Motoren jetzt bereit kriege. Ah, Hilfe! Yeah. Ach, das ist doch irgendwas, was es uns am Anfang beigebracht hat. Was ich... Am Anfang, was ich jetzt gerade nicht verstehe. KVC zurückgesetzt. BV. Vielleicht hier bei Motorkühlung. Warte. Was ist denn? Fensterheizung? Oh, wir haben noch eine andere Heizung. Das sagst du mir jetzt erst, dass wir hier noch eine Heizung haben. Fensterheizung. Ja, unbedingt. Entschuldigung, mir ist kalt. Also, Feldgenerator ein. Motorkühlung, hohe Geschwindigkeit. Die ist aus. Die Stromabnehmer sind ein.
Ich habe jetzt immer noch, dass die Motoren nicht bereit sind. KVC frei. Jetzt! Ha! Es hing an der KVC. Es hing an der KVC. Ich habe es in Gang bekommen. Ich kann zwar nicht ganz erklären, was jetzt das Problem war, woran es lag. Hier, der ist auf Service. Oh Leute, das tut mir leid. Das war jetzt ein bisschen verkackt. Aber aus Fehlern lernt man. 4,5, das ist okay. Ich weiß halt nicht, ob der Druck in den Hauptbehältern nicht zu hoch ist. Ja, sorry, ich wollte vorsichtig sein. Naja, egal. Aber ist die Heizung jetzt hier? Also, haben wir hier noch eine Heizung? Weiß ich nicht. Okay, wir fahren wieder. Es tut mir leid. Das war jetzt richtig dumm. Das war jetzt richtig, 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 richtig dumm. Aber wo habe ich denn die Kalaschnikow? Ich sehe halt nur die Munition. Gut, da haben wir jetzt das nächste Eisenbahnsignal und irgendwo soll jetzt die Brücke kommen. 4,4 Kilometer sind es doch bis Novosibirsk. Wirkt sie einfach den Motor ab. Aber wichtig ist natürlich, wenn man es dann wieder hinkriegt. Das hat zwar jetzt nur episch lang gedauert. War bestimmt auch einiges falsch an der Geschichte. Aber ein bisschen was habe ich verstanden. Und ein bisschen was müssen wir noch dran arbeiten. Ist das jetzt die Brücke? Oh, das sieht so nach Brücke aus. Ich gehe mal ein bisschen runter jetzt. Okay. Sprengstoff? Aber wie mache ich das jetzt? Ich drücke mal auf 1 oder 0. Was für Sprengstoff? Aber wir müssen noch safe bremsen. Eh. Ich würde einfach auf Bremsen gehen, Freunde. Sprengstoff? Warum fahren wir eigentlich überhaupt durch die Nacht? Ich weiß, Tür aufzumachen war jetzt auch sehr, sehr mutig, weil kalt. Sprengstoff? Mafia, ne? Pass auf, wenn die Distanz genauso ist wie mit meinen Waggons vorhin. Na, ich will die Tür nicht zu lange aufhalten jetzt. Ja, ich bin schon so ein bisschen im Bremsmodus. Aber ich meine, Novosibirsk gibt es ja nur noch 3,9. Das sollten wir eigentlich in 30 Minuten schaffen. Man müsste erstmal über die Brücke rüber. Daher würde ich das jetzt mal so auf der Position, wie wir sind, lassen. Ich darf halt nur den Motor nicht wieder abwürgen. Ich meine, mit 10 Kilometer pro Stunde, das ist jetzt nicht, ne? Ich weiß auch nicht, mit welcher Geschwindigkeit man so über solche Brücken fahren soll. Oder reicht das durchs Fenster? Hey, Nikita, mein Freund. Oder wir machen es durchs Fenster. Tür ist vielleicht... Ich mache mal Tür wieder zu. Vielleicht durchs Fenster. Also ich weiß nicht, ob ich bremsen muss oder durchs Fenster durch muss. Ist ja aufregend jetzt hier. Hilfe, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich mache mal schon mal... Dass mich der Gedöns nicht jetzt wieder stört. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Außer gelegentlich mal den Motor abwürgen. Wenn jemand irgendwie erklären kann, was genau mein Problem war, was ich getan habe, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, denn daraus kann ich lernen, was ich gemacht habe. Ich bin so langsam wie eine Schnecke, ne? Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber 30 Minuten, ne? Also das heißt, theoretisch könnte ich doch langsamer, könnte ich wahrscheinlich mit angezogener Handbremse hier lang dödeln.
Aber jetzt wird's schon wieder zu langsam. Wir müssen ein bisschen Stoff geben. Na? Nicht schon wieder abwürgen. Beschleunigen wir? Ich bin mir nicht sicher. Na, vielleicht. Ich bin beim Haupthebelhebel nochmal dran. Ich habe bald kein Bier mehr, Freunde. Erstmal noch ein Stressapfel. So. Doch, wir beschleunigen. Okay, gut, 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 gut. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob diese 9,9 Pascal nicht zu viel sind an Druck. Ich weiß es nicht. Pass auf. Ich gehe mal hier jetzt auf Position 2. Vielleicht müssen wir auch bremsen. Vielleicht müssen wir raus. Das kann auch sein. Weil ehrlich gesagt, was wir tun sollen. Aber vielleicht... Aber es ist nicht nur Novosibirsk, ne? Nee. Der Typ kommt auf jeden Fall vorher. Aber sollen wir aussteigen? Also das hat er nicht gesagt. Soll ich aussteigen, um das zu holen? Oder reicht er mir das jetzt irgendwie im Fahren einfach vorbei? Das sind Sachen, die mich wundern. Und warum? Warum wird es jetzt schon wieder hell? 20 Minuten Nacht oder was? Und mir ist kalt. Da ist ein Auto am Fahren. Ich weiß, ich schleiche hier lang wie nix, ne? Aber ich habe halt Angst, dass wir den verpassen. Ich meine, 3,3 Kilometer. Wenn jetzt nicht großartig Sachen noch dazwischen kommen, jetzt uns ein Bär hier irgendwie rüberspringt, sollte man das doch schaffen, oder? Ich setze mal auf Position 1. Das ist halt die Frage, wenn ich ihn jetzt auf Position 0 setze und dann rausgehe. Ich weiß ja nicht, wo der Dude steht. Aber das ist ein Bahnhof, oder? Habe ich hier einen Bahnhof? Wäre das der erste Bahnhof, wo ich mal so obligatorisch ein bisschen halten üben könnte? Pass auf. Ich will halt beim Zug auch nicht hinterherrennen, ne? Siehst du, der ist außerdem hier völlig an der anderen Seite. Der wäre auf der Seite. Nikita. Was hat er für eine explosive Ladung am Start? Das finde ich jetzt spannend. Vom Tachometer passt das. Ich will aber jetzt nicht schon wieder alles abwürgen. Weil wenn ich jetzt hier auf Bremsen gehe, habe ich den Eindruck, dass ich dann schon wieder alles abwürge. Aber... Aber dann bremsen wir. Pass auf. Weißt du, was ich jetzt mache? Der steht da einfach an der Seite. Ich halte jetzt mal. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, dass ich angehalten habe. Nikita, Freund, mir ist kalt. Ich habe gehört, du hast deine explosive Ladung, die ich soll abholen. Ich komme und hole Ladung ab. Ich bin die Neue. Ради этого момента я трудился часы, дни и недели напролет. Как пиротехник, я творю волшебство в воздухе. Разноцветные вспышки и узоры — это словно мои кисти, рисующие восхитительные картины в небе. А? Heißt übersetzt? Я ухожу отсюда. Я всегда должен действовать профессионально и заботиться о безопасности. Deswegen habe ich jetzt die explosiven Sachen am Start. Заложи взрывчатку на мосту. Auf der Brücke! Не взорви при этом свой поезд. Was? Platziere ein... What the fuck? Okay, Leute, da vor allem muss ich aufpassen, dass mir jetzt nicht zu kalt wird hier. Jetzt kommt da richtig Action hier an den Start, Freunde. Oh mein Gott. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt richtig hassen. Aber unsere Folgenzeit ist schon sowas von vorbei, Leute. Wir werden die Sprengladungen hoffentlich... Aber wir müssen mal gucken. Unser Güterzug, ne? Weil der hat ja auch eine ordentliche Länge. Das heißt, eigentlich formal stehen wir dann noch volle Möhre hinten drauf. Kann ich nicht rennen? Gab es hier nicht noch eine Taste zum Rennen? Warte mal. Ich gehe mal kurz in die Einstellung rein.
So, das wäre jetzt auch mal so ein bisschen von Vorteil. Ich überlege, ob wir das jetzt noch schnell platzieren. Oh, die Sonne. Ein neuer Morgen beginnt. Hoffnung. Weil die Frage ist, habe ich jetzt den Motor wieder abgewürgt? Das ist ja jetzt das, was mich so ein bisschen bewegt, ne? Habe ich den Motor abgewürgt oder nicht? Also ich habe noch auf jeden Fall hier einen Waggon mit drauf. So, ich soll meinen Zug ja nicht mit in die Luft sprengen. Müssen wir mal gucken. Naja, es könnte gut gehen. Wir müssen es halt nur schnell in Gang bekommen. Und da könnte das Problem liegen, ne? Also wir sollen jetzt... Aber dann komme ich ja nicht mehr zurück, wenn ich jetzt hier die Brücke... wenn ich das jetzt hier platziere. Also ich habe hier Sprengladung, die wir mal austauschen an die Stelle. Leute, ich bin die geborene... Die geborene Mafia. Mafiosi. Ah, okay. Jetzt renn. Renn. Was tue ich? Oh Gott. Laufen jetzt die 30 Minuten? Aber es stand auch irgendwas von 30 Sekunden. So schnell bin ich ja noch nicht mal in meinem Zug. Ah! Ich höre das Piepen schon. Ich bin das gut. Hauptsache, ich bin außer Reichweite. Hauptsache, mein Arsch ist gerettet. Was mit den Waggons hier passiert? Pff. Alter! Schneller kann ich nicht rennen. Das ist schon das Schnellste. Okay, eigentlich wollte ich das jetzt auf die nächste Folge vertagen. Aber das, Leute... War das jetzt schon die... Ha! Dafür kann ich mir Bier kaufen. Das war mein erster Mafia-Auftrag, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt... Was? 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 In diesem Paket befinden sich die Entwürfe für den Bau von was? Bomben? Also pass auf, wir müssen erstmal Bremse wieder auf... Nee, Bremse gelöst ist richtig, glaube ich. Warte mal, gib ihm. Haupthebel, Hebel und fahren. Los, Flucht. Also mit dem Fluchtauto bist du besser unterwegs als mit dem Zug. Rollen wir? Nein. Ah, zu viel. Hallo. Lauf, renn. Passiert hier irgendwas? Ah, ich hab's geahnt. Ich krieg meinen Zug jetzt nicht wieder in Gang. Kriege ich den jetzt in Gang? Das Problem hatte ich da vorne auch. Aber Bremse ist gelöst. Ach so, nein, wir sind... Ach, ich bin auch dumm. So, wir müssen auf Service gehen, damit wir natürlich losfahren können. Ah, da war's. Da war's. Okay, pass auf. Ah, das war die nächste Quest. Lieferung eines Pakets an Boris. Okay, ich habe verstanden. Mich reizt natürlich jetzt noch schnell nach Novosibirsk anzukommen, Leute. Ich weiß, unsere Folgenzeit ist aber sowas von vorbei. Komm, gib Stoff. Los. Aber wir müssen auch Bier und sowas kaufen. Komm, gib Stoff. Wir können laut dem aus 60 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Wir haben noch 3,2 Kilometer. Die Aktion hat uns natürlich jetzt auch gut was gekostet. Das wusste ja auch wieder jetzt kein Mensch. Das wusste ja auch wieder kein Mensch, was da jetzt schon wieder kommt. Oh, wir haben doch einen Clap. Oh, pass auf, dann ist jetzt Zeit für ein Brot. Und eine Banane. Ist jetzt Zeit für Frühstück, oder? Hier wäre die Kalaschnikow im Übrigen. Clap. Ich brauche ein Clap. Oh, ist gut. Und ich brauche Milch. Oh. Okay, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. 2,5 Kilometer vor allem. Wir müssen auch noch bremsen und alles Mögliche. Aber ich habe meine erste Mission erfolgreich erledigt. Können wir bitte festhalten, dass ich so ein bisschen verstanden habe, wie der Hase läuft. Oder auch der Zug funktioniert. Ich dachte nur, ich hätte schon wieder irgendwas abgewürgt. Blöd ist natürlich, wenn jetzt gleich irgendein Verkehrszeichen noch kommt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Es ist immer noch kalt, immer noch minus 1 Grad. Aber ich glaube, wenn man hier reinkommt, ist das ein ziemlich geiler Simulator. So.
Und ich habe zumindest bei manchen Sachen so ein bisschen den Eindruck, als würde ich verstehen, was ich hier tue. Wir werden auch, glaube ich, irgendwann mal uns einen anderen Modus nochmal nehmen und hier so ein bisschen durch die Gegend latschen. Weil jetzt im Überlebensmodus ist es natürlich schwierig, weil wir auf die Hypothermie achten müssen, Hunger, Durst, ne? Das sind halt alles Sachen. Das ist ein bisschen schlecht, um hier rumzugucken. So, 30 Kilometer. Das nächste Signal ist in 2,2, also relativ kurz vor dem Bahnhof Novosibirsk. Heißt übersetzt, wir können mal gucken, dass wir hier jetzt noch ein bisschen Stoff geben und wirklich jetzt mal ein bisschen hier lang brezeln. Aber könnte ich auch schneller als 60 Kilometer pro Stunde fahren? Oder schafft das mein Zug einfach nicht? Ich muss jetzt mal ein bisschen versuchen, Zeit rauszuholen. Wir haben noch 2,5 Kilometer und noch 18 Minuten. Das heißt, ich muss mal ein bisschen schneller jetzt machen hier. Ja, yeah, wir müssen jetzt mal ein bisschen Stoff hier geben. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ah, langsamer werden, langsamer werden. Ja, ja, ja. Lalalalalalalala. Ich muss jetzt die Bremse anziehen. Vielleicht ein bisschen, ne? Ich sollte die Bremse vielleicht ein bisschen. Aber es hat schon... Ah, Kategorie so Vollbremsung. Nee, ja, nee, eigentlich nicht, ne? Aber anders kriege ich ja... Weißt du, da will ich mal Stoff geben, muss ich langsamer werden. Am Arsch. Einfach am Arsch. Gefährlicher Ort? Da ist ein gefährlicher Ort. Was heißt gefährlicher Ort? Was heißt gefährlicher Ort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will nicht wissen, was gefährlicher Ort heißt. Eigentlich ja schon. Ich gehe mal auf 2. Ende der gefährlichen Stille. Was heißt gefährlicher Ort? Seid ihr gefährlich? Ist es wirklich ein Signal für gefährlicher Ort? Auf Gleis 1 am Bahnsteig 6. Wie ist jetzt schon so weit? Oh, müssen wir doch langsamer werden. Freunde, Position 1. Ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bevor du die... Halte den Zug an. Okay, anhalten, 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 anhalten. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schnell. Ja, doch, wir rollen ja aus. Ich habe keine Ahnung, was sie mit gefährlichen Stellen meinen. Aber so schnell sind wir jetzt da gewesen. Aber der hat doch keinen Kilometer dazu, der Bahnhof, oder? Ja, offensichtlich schon. Bremse ich jetzt zu schnell? Laufen Sie doch hier nicht an den Gleisen lang, das ist doch viel zu gefährlich. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, die Weiche... Bevor du die Weiche passierst... Ah, das heißt, wir müssen schon jetzt bremsen irgendwie, ne? Ist das eine schnellere Bremse? Wahrscheinlich. Ich muss erstmal anhalten, glaube ich. Ich halte ihn erstmal an. Ja, perfekt. Habe jetzt das mal ein anderes Bremsdings, ne, gemacht, Freunde. Rechnen wir das jetzt mal hoch an, was ich hier tue. Siehste, ich kann doch ein bisschen was. Ich kann Eisenbahn fahren. Ich freue mich schon sehr aufs Shoppen auf jeden Fall, wenn wir hier sind. Das wird aber safe definitiv das nächste Mal passieren, Leute. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir den Bums jetzt hier einfach mal ausgeliefert kriegen. Noch die Kohlen, die wir hier dran haben. Was damit gefährlicher Bereich war. Ich habe keine Ahnung, warum ich so viele Kilometer hier rennen muss zu Fuß. Ich habe keine Ahnung. Es ist minus 27 Grad. Gott bewahre. Und meinem Bums da oben ist es auch viel zu kalt. Kann ich einfach so auf den Gleisen lang laufen? Ja, offensichtlich, ne? Ich hätte noch mehr ranfahren können, ja, ja. Das wusste ich jetzt aber nicht. Das konnte ich irgendwie noch nicht abschätzen. 14 Minuten. Das sollten wir doch schaffen, oder? Der Arme, der tut mir auch leid. Er tut mir richtig leid. Jetzt durch die Kälte hier so langsam irgendwie, ne? Vor sich hin schleichen. Und es könnte jederzeit jetzt ein Zug von hinten kommen.
Also es war irgendwas mit, wo habe ich das denn aufgeschrieben? Gleis 1, Bahnsteig 6. Aber wir sind ja gleich da. Es ist immer noch ein Rennen gegen die Zeit. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das wirklich schaffen. Weil ich muss dann den Zug in Gang kriegen, wenn ich ihn wieder abgewürgt habe oder sowas. Habe ich schon wieder... Oh, guck mal, ich hätte viel, viel weiter noch ranfahren können. Na egal, ist zu spät. Jetzt laufen wir das zu Fuß, stellen es hier jetzt um. Ah, weil guck mal, hier ist Ende im Gelände auf dem Gleis, wo wir gerade fahren. Diese Weiche? Aber da sind wir doch... Hä? Ich bin verwirrt. Ihr wartet schon auf mich, ne? Ja, ich hänge da hinten irgendwo noch fest. Haha. Erstmal renne wieder zum Zug zurück. Also einen halben Kilometer noch entfernt da hinten. Ich wusste ja nicht, wie lange mir noch bleibt. Wir müssen uns beeilen. 13 Minuten. Die Zeit rennt einfach, ne? Time is running. Und mir wird langsam richtig kalt. Ich darf nicht erfrieren. Das wäre auch hart. Bei der Arbeit erfroren. Typische Probleme in Russland. Erfrierung während der Arbeit. Ich habe aber auch keinen heißen Tee, weißt du? Game Changer wäre jetzt einfach, wenn ich irgendwo eine Thermoskanne noch kaufen könnte. Oder so einen Bären erlegen und mir das Fell einfach umwerfen oder sowas. Ich bin ja kreativ, was das bedeutet, ne? Aber... So, und wir müssen safe auch ein bisschen aufpassen hier auf den Gleisen. Ah, den Eindruck irgendwer über... Ah! Oh Gott, den nimmt mich gleich mit! Ich lauf mal ein bisschen hier rüber. Ich wollte es immer ausprobieren. Ja, ich weiß. Aber ich muss das jetzt nicht gerade eben ausprobieren. Aber da sitzen vielleicht Passagiere drin. Oh, und ich hänge da vorne beim Zug rum. Ach Mann, das war auch echt eine blöde Idee, so früh zu bremsen. Ich wusste halt nicht, was mich erwartet. Und wenn dann irgendwie Zeichen kommen mit hier gefährlicher Bereich, dann ist bei mir gleich ganz vorbei. Aber rollt mein Zug dann noch richtig? Ah. Alleine das stelle ich mir schon schwer vor, dieses ganze Weichengedöns irgendwie zu wissen, was man tut. Weil guck mal, ich habe jetzt die Weiche da drüben irgendwo eingestellt. Bin jetzt aber hier gefühlt irgendwo 5 Gleise weiter. Ich bin verwirrt. Aber immerhin, meine Lokomotive wurde noch nicht gekapert von irgendjemandem anderen. Sie ist doch hier. Wir haben noch 11 Minuten, Leute. Das wird eine richtig knappe Nummer. Ich sehe schon so auf die letzten Sekunde das nicht schaffen und wir müssen alles einfach normal machen. Oder ich werde entlassen. Diese Option gibt es dann vielleicht auch noch, wenn ich es nicht schaffe. Komm, geh rein. Los, geh rein da. Siehst du, ich komme nicht mehr in meinen Zug rein. Rein. Und wir müssen hier eh für schließen, weil warm. Kalt. Okay, also. Bremse. Service. Und jetzt gib ihm. Gib ihm. Fahr. Haben wir irgendein Problem? Nee, sieht alles gut aus. Fahr. Los. Ach, Mist. Los. 10 Minuten. Ja, mach ich doch. Ich kann ja nicht pusten. Ich beschleunige doch. Ah, okay, das heißt beschleunigen, alles klar. Ich verstehe. Mehr als hier den Haupthebel zu bedienen, kann ich ja auch nicht tun. Ja, am besten nächstes Mal nicht so früh bremsen. Ich weiß. Also hier haben wir 4,5, das passt. Hier haben wir immer noch 9. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was ich hier tue. Aber ich kriege das Teil wenigstens wieder an. Ich denke, dass vorhin irgendwas ausgeschaltet war, was mir den Motor abgewürgt hat, hing eher mit der Geschichte zusammen, dass ich hier jetzt Stromabnehmer irgendwie absenken sollte, ne? Wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie es funktioniert. So, Leute. Theoretisch kann ich hier mit 60 Stundenkilometern lang brezeln. Wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Aber ich muss doch darüber. Ich habe den Eindruck, ich muss die anderen Weichen hier noch stellen. Ich habe den Eindruck, ich habe die falschen Weichen gestellt. Aber gut, ich mache jetzt mal so, wie das Tutorial will. Aber das läuft nicht. Also guck mal, wenn ich da hinten raus will, da komme ich doch hier auf dem Gleis niemals an.
Ach Mann, leck mich doch am Arsch. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich fahre falsch. Ja, wobei, wenn ich bei dir... Wobei... Nee, guck doch mal. Meinst du, wir landen richtig? Ich weiß nur, ich muss langsam mal jetzt Position wieder auf 1 oder sowas. Ah, jetzt müssen wir doch langsam ins Bremsen gehen, richtig? Ja, jetzt wäre doch mal Bremse aktivieren vielleicht ganz cool. Ich mach mal auf 1. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Sonst muss ich bremsen mal ein bisschen. Aber wir gehen schon runter. Wir gehen schon runter. Aber gehen wir auch schnell genug runter? Oder gehen wir wieder zu langsam runter? Das ist jetzt wieder die nächste Frage. Ist auf... Mach mal 0. Aber 0 ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Ah, komm, gib ihm. Noch ein bisschen. Komm, schieb. Ist ja wahrscheinlich nur ein bisschen in den Bereich rein. Schaffen wir. Zu früh gebremst, richtig? Zu früh bremsen kann ich. Ach, Dreck. War jetzt aber auf 2. Ich habe zu früh gebremst. Aber das kann ich halt noch nicht einschätzen. Aber lieber so, als dass wir denn irgendwie... Als dass ich denn das Problem habe, dass ich den Bums wieder nicht ankriege. Also, als ich dann zu weit bin, ne? Los, fahr doch! Ich brauche aber auch Ewigkeiten, bis es in Gang kommt, ne? Komm, los. Gib Stoff. Noch ein bisschen. Also das mit dem Bremsen muss ich echt noch üben. Das tut mir ein bisschen leid. Ich esse mal noch ein Stressbrot. Apfel, der war umsonst. Ein Bier und eine Milch. Warte, Bier wollte ich noch. Dinge, die man immer gerne dem Arbeitgeber zeigt, wenn man hier jetzt im Bahnhof einfährt, wie man gerade am Bier rumzutschelt. So, pass auf. Ich gehe mal jetzt trotzdem Position hier runter. Entkopplung. 46, 45, 43. Wir haben ja jetzt noch ein paar Meter. Aber ich glaube, guck mal, wir sind jetzt auf 10 Kilometer pro Stunde im markierten Bereich an. Das sollte doch so funktionieren, wenn ich das jetzt so entspannt einfach ausrollen lasse auf 10 Kilometer pro Stunde. In 6 Minuten sollte ich das doch hinkriegen, oder? Ich muss halt den Bremsweg da hinten noch ein bisschen mit beachten. Also wir sind halt schon voll drin, was schon gut ist. Pass auf, wollen wir jetzt das Bremsen mal einleiten? Gehen wir auf 0. Mehr als dass es jetzt immer noch nicht richtig ist, kann ja nicht sein. Ich probiere mal. Wenn nicht, sonst müssen wir halt noch mal ein bisschen Gas geben. Ja, ich bin immer noch nicht richtig. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Anfahren, bremsen. Nichts für Leute mit einem schwachen Magen. Okay, pass auf. Dann müssen wir doch noch ein bisschen Stoff geben. Ja, yeah. Aber zumindest weiß ich, wenn wir jetzt auf 10 Kilometer pro Stunde sind, kriegen wir das Ganze relativ schnell runtergebremst. Das ist gut. Mir wird nur langsam echt kalt. Los. 4 Minuten, das ist echt eine knappe Nummer. Ich will das unbedingt schaffen. Ich will es einfach schaffen. Aber es ist echt eine knappe Nummer, Freunde. Das ist richtig, richtig knapp. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hinkriegen. Los, doch. Warum ist ja eigentlich so kalt? 2 Grad, ich habe doch alles zu. Fenster zu? Ja, das Fenster war zu. Los! 4 Minuten. 5 Kilometer pro Stunde.
Passt. Weil da vorne, ich weiß halt nicht. Oder es sind Hangar, diese 781. Wenn Hangar diese 781 sind, dann haben wir natürlich noch eine ganze Strecke. Ich kann das gerade nicht abschätzen. Es könnte aber auch hier vorne der Hangar gemeint sein. So, warte mal. Guck mir das jetzt hier mal an. Himmelarsch. Also. Ah, guck mal. Oh, warte mal. Wir haben hier ein bisschen was, was kaputt ist. Aber das hier vorne sieht doch aus wie Ende. Hier vorne sieht Ende aus. Ja, hier ist doch Ende. Stopp! Oder muss ich noch näher ran? Ist hier Beginn von... Ich weiß nicht. Oh, Alter. Ist das jetzt dein fucking Ernst, Mann? Scheiße. Ja, rückwärts kriege ich es jetzt natürlich nicht. Ist doch! Aber wie entkoppel ich's denn? Wie entkoppel ich's? Geh nach draußen. E? Das ist wahrscheinlich auf die andere Seite. Oh Gott, wir haben noch 2 Minuten. Ich glaube, das ist doch formschön. Ich find's formschön gelöst. Das ist doch perfekt gelöst. Komm, E. E? Ich krieg's nicht gelöst. Ich krieg's nicht gelöst! Alter, das war echt eine knappe Nummer, ne? Oh! Nach so viel Nervenkitzel brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Leute, meine Fresse. Also, Lieferung eines Paketes an Boris. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Boris... Wahrscheinlich da im Hangar oder sowas. Wie diese ganze Geschichte weitergeht, das werden wir das nächste Mal rausfinden. Ich werde jetzt erstmal hier wieder in meinen Zug reinsteigen. Und würde mich richtig freuen, wenn ihr zum einen genauso viel... Ich hänge irgendwo fest. Genauso viel festhängt, genauso viel Spaß hattet mit der Folge. Und vor allem, ich kann das Licht auch wieder ausmachen, ne? Wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit am Start seid, Ladies and Gentlemen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt weitergekommen bin. Und vor allen Dingen, ich habe es hinbekommen. Ich habe gleich 2 Quests gelöst. Ich bin ein bisschen stolz auf mich mit meinem chaotischen Zettelwirrwarr, Ladies and Gentlemen. Ich bin sehr gespannt, wie mein Job hier bei der Mafia weitergeht. Aber ich glaube, ich stelle mich gar nicht so blöd an. Klickt euch das nächste Mal sehr, sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.